Wouldn't mind listening to some music. Hey, wanna listen? Klar. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Also ja, tatsächlich glaube ich das nicht nur, wir wissen es, ja. Oh. Gut, aber euch ist natürlich klar, dass ich das jetzt einen Augenblick so laufen lassen muss, ne? Er geht nicht anders. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir an dieser Stelle den Moment erstmal lange genug ausgekostet. Ich würde sagen, so langsam müssen wir mit unserer Geschichte weitermachen. Well, bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. Reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but here. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Oh. I don't know if you need an accomplice. Check it out. We're here. Wir sind wo? What? Where is here? Jump and find out. Did you say jump? Jump! Okay. Wie war das mit den Jedi-Geistestricks? Ach, man muss auch einfach mal mit dem Fluss gehen, oder? Ich mag die beiden jetzt schon zusammen. Oh, und Max hätte da so wunderbar reingepasst. Ja, die drei zusammen, die wären traumhaft gewesen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie viel ich vom ersten Life is Strange hier sagen soll, weil es gibt bestimmt Leute, die das hier gucken und die Geschichte nicht kennen. Deswegen versuche ich mich mit Spoilern, was das angeht, so ein bisschen zurückzuhalten. Aber manchmal kann ich es mir auch nicht verkneifen. Zumindest Andeutungen zu machen. Ja.
Northwest Valor. Dwight Mueller, Designer. Okay. Das stand zumindest da auf diesem... auf der Plakette. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And oh. Glad you reward for making it up here. I have a new game for us to play. Ist das... Another one. I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Ist das... Ich muss ganz kurz... Ist das diese gleiche Aussichtsplattform, auf der die erste Episode des ursprünglichen Life is Strange geendet hat? So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Hm. Let me know when you figure out which one. Klar. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. Und dann? Okay, das hätte besser laufen können, glaube ich. That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Klar. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Hier geht's los. Max, haben wir je zwei Wahrheiten und eine Lüge gespielt? Du würdest dabei versagen. Wir hätten es zwei Wahrheiten und, oh mein Gott, kann ich es zurücknehmen? Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Die Schuld erdrückt mich, genannt. Zwei Wahrheiten und eine Lüge sollte in der Schule unterrichtet werden. Kommt mir vor, als habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass Rachel beidhändig ist. Und Löwe. Und dass sie aus Kalifornien ist. Ich habe auch gelernt, dass ich noch viel übers Lügen lernen muss. Ich war ein offenes Buch für Rachel. Sie hat meine erfundene Katzenallergie als Unsinn erkannt. Im Prinzip ist sie ein menschlicher Lügendetektor. Oh, habe ich erwähnt, dass wir in einem Zug waren? Das war echt cool, einfach nur da sitzen und die Welt vorbeifliegen sehen. Dann sind wir rausgesprungen und in einen abgefahrenen Park im Norden der Stadt gelandet. Kein Ding. Captain Chloe Blaubart, Geißel von Arcadia Bay. Okay, komme ich irgendwie hier? Mikey wollte was. Tut mir leid wegen Drew. Nicht deine Schuld. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch. Nur die meiste Zeit? Ach, vergiss es. So, okay. Schauen wir mal, ob wir für Rachel hier was hingedeichselt kriegen. This whole day is out of order. But in the best possible way. Damn. That's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? Name: Oregon Weißeiche, alias Gary Eiche, Quercus gariana. Geschichte: Die ikonische Weißeiche des Stadtparks von Culmination ist einer der ältesten Bäume im pazifischen Nordwesten. Ihr gebogenes, stuhlartiges Wachstumsmuster reflektiert den Brauch amerikanischer Ureinwohner, Bäume zu formen, um Pfade oder Gebiete von kultureller Wichtigkeit zu markieren. Das Alter des Baumes wird auf 400 bis 450 Jahre geschätzt, obwohl Braunporlinge, Polyporus dryophilus, im Inneren eine genauere Analyse verhindern.
Eine Narbe am nördlichen Ende des Stammes bezeugt, dass der Baum vor circa 200 Jahren einen direkten Blitzeinschlag überlebt hat. Daten: Höhe 13 Meter. Durchmesser auf Brusthöhe 1,60 Meter. Alter 400 bis 450 Jahre. Querschnitt des Stammes: Die eng zusammenliegenden Ringe weisen auf Zeiten der Trockenheit, Krankheit und erneutes Wachstum nach einem Waldbrand hin. Okay, das war eigentlich ganz interessant. Hier steht noch mehr Zeug rum. The lonely oak looks lonely. Guess even trees have outcasts. Hey, Rach. That is the look of a person who is used to getting what she wants. Wonder what that feels like. Totally gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Looks like this one might actually be working. Okay, sehen wir uns erstmal um. Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out kids. Fuck you, Dwight. Alter, der hat hier gar nichts getan. Northwest Valor, 1992. Dwight Mueller, Designer. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Geschichte des Overlook Parks, Culmination Staatspark, Blackwells Expedition. Dieser Ort markiert die Endstation von Ezekiel Blackwells Expedition Richtung Westen, um die Städte Culmination und Arcadia Bay zu gründen. Am 14. März 1838 verließen Blackwell und eine Gruppe Siedler Independence, Missouri, Richtung Oregon. Am 3. März 1839 erreichte Blackwells Expedition Overlook Park. Als er von dort den Pazifischen Ozean sah, erklärte Blackwell die Expedition für beendet und gründete die Stadt Culmination. Die Gruppe reiste später weiter Richtung Süden, um Arcadia Bay zu gründen, das nach Blackwells Bewunderung für die Schönheit der Natur in dieser Gegend und seinem Wunsch, in Harmonie mit den Ureinwohnern zu leben, benannt wurde. Culmination Gipfel, umbenannt in Culmination Staatspark, wurde 1997 unter Governor John Kitzhaber zum Stadtpark erklärt. Statue Northwest Valor, erbaut 1992, feiert das 150-jährige Jubiläum von Culmination. Designer Dwight Mueller. Yuck. Cliché much, AW and BW? Hallo Eichhörnchens! I guess nature doesn't quite provide. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Ernsthaft? Bye, you fools. Okay, ja gut, wie auch immer. Oh, ein Rauschenschaukel. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. Hat sie nicht genau das gemacht, tatsächlich? I've always said the Prescott family has a couple screws loose. In Gedenken an Martin Lewis Prescott, den wunderbarsten Sohn von Arcadia Bay. Okay. Was sind das hier für Leute?
Wait, is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Entschuldigung, bei euch alles in Ordnung? Oh, Infotafel. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Ein Totem des Salish-Stammes. Der Rabe steht für Verwandlung. Sein Grinsen versteckt seinen schelmischen Charakter. Der Rabe erscheint in vielen uralten Geschichten der Salish und anderer Stämme. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung des ersten Menschen. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. Wow, that's badass. My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Ja, schon irgendwie. Ich mag kein There's Wein. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are, from whatever is around you. Bin ich ja ganz ehrlich. Mit Wein kann ich überhaupt nichts anfangen. If you're going to argue in public, at least have the decency to make it about something interesting. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not... What kind of food? This place has really gone downhill. Shh, she's right there. Nette Leute. What's worse than groveling for change? Groveling for change and failing. Okay, ihr Sausäcke, ich geh da mal wieder. Dann müssen wir uns hier an dieser Stelle anderweitig behelfen. Ja, doch, behelfen. Behelfen ist das Wort, was ich gesucht habe. Rachel's quarter is still trapped in there, waiting to be set free. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. I'm not getting in there with just my fingers. Maybe Rachel has something I can use. Versuch's. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Uh-oh. Chloe Price! Fluor, Jod, Kohlenstoff, Kalium. Schau doch mal auf hier. Ja, ja, ja. Chloe Price. Fluor, Jod, Kohlenstoff, Kalium, Tellur, Uran, Kohlenstoff, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das im Periodensystem fickt euch liest? Ich hab dafür Ärger bekommen, du Fluor, Sauerstoff, Tellur, Selen. Du hast mich gerade eine Photese genannt. Hä? Tellur ist TE und Selen SE. Fick dich, du bist doch tot! Bist. Das war's mir wert. Scheiß auf Victoria. Das ist so eine blöde Putte.